Wann nutzt du eigentlich Scrum? Scrum ist eine agile Arbeitsmethode, wenn du Arbeitspakete abarbeitest und das Ziel nicht klar definieren kannst. Also nehmen wir mal ein Beispiel, das kommt aus dem Innovationsbusiness, aus dem Innovationsbereich. Wenn du sagst so, okay, ich möchte eigentlich meine Customer Journey optimieren und ich möchte einen höheren Beitrag für Kundenservice leisten. Ja? Aber ich weiß eigentlich gar nicht, was meine Kunden will oder was meine Kunden wollen. Das heißt, du musst erstmal einen Fragebogen entwickeln und eine Ist-Analyse machen und mit deinen Kunden in Interaktion gehen, um Input zu sammeln und Ideen zu sammeln, zu sagen, okay, damit gehen wir jetzt in den Testlauf. Das heißt, du kannst noch nicht definieren, wie sieht die ideale Customer Journey aus oder welche Gadgets, Gimmicks, Services, Dienstleistungen, Calls etc. pp. machen es letztendlich aus, um den Kundenservice zu optimieren. Und das ist der wesentliche Unterschied im Scrum. Du kannst das Endziel nicht klar weder mit einem Datum noch mit einem konkreten Ergebnis definieren, weil das ist hilfreich, dann mit klassischem Projektmanagement zu planen. Und dann nutzt du Scrum. Wie funktioniert das Ganze? Mal ganz einfach und grob erklärt, jetzt mal auch für High-Level-Unternehmer-Ebene, um jetzt keine Scrum-Schulung daraus zu machen. Es ist quasi so definiert, dass du die Überschrift klar hast. Also was ist der Projekttitel? In dem Fall Optimierung des Kundenservices, ja, oder Optimierung des Kundenerlebnisses. / Kundenerlebnisreise ist gleich Customer Journey. Und dann startest du in der ersten Ebene mit zum Beispiel, okay, was sind eigentlich Quellen, um Impulse zu bekommen? Einen Innovationsworkshop durchführen, einen Fragebogen machen, so und so viele Kunden befragen, so und so viele Ex-Kunden befragen, so und so viele Wettbewerbskunden fragen und dann eine Auswertung zu machen. Dann ist das der erste Meilenstein, den du definieren kannst. Weil das ist nämlich in der Auftragsbearbeitung, also in den Aufgaben, Prozessen und Strukturen, das größte Übel, was du machen kannst, wenn du das nur als Aufgabe definierst. Weil das dann nicht vorwärts geht in der Abarbeitung. Das heißt, du hast eine Idee, eine Innovation und kippst sie einfach so als Aufgabe an Mitarbeiter rein und hast keinen Ablaufplan, keine Struktur, wie man so etwas koordiniert. Und dann funktioniert es nicht. Dann kommst du auch nicht in Ergebnisse rein. Und bitte, 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 das ist bezahlte Arbeitszeit, ja? Wir wollen keine Geldfresser haben, ja? Wir wollen ergebnisorientiert arbeiten. Das bedeutet, du setzt die ersten Detailpunkte auf in so einen Themenspeicher, nennt man Backlog, und dann wird das in der ersten Stufe abgearbeitet. Die drei einfachsten Stufen sind Themenspeicher, in Bearbeitung und erledigt. Und dann schiebst du das quasi die einzelnen Aufgaben des Scrum-Teams oder die Mitarbeiter, die daran arbeiten, von links nach rechts. Und dann befüllst du wieder nach der Auswertung dieser ersten Abarbeitung quasi, hast du ja Ergebnisse, die ausgewertet müssen. Und in Abhängigkeit der Ergebnisse entwickelst du dann die Ideen und bewertest, okay, welche von den Dingen gehen wir jetzt als nächstes an. Das heißt, das sind wieder Unterpunkte, die definiert werden in den Backlog. Das heißt, du befüllst eigentlich permanent immer diesen Backlog-Themenspeicher mit den nächsten Schritten und arbeitest dann im Themenspeicher, in Bearbeitung, erledigt, immer von links nach rechts in diesen drei Stufen das Ganze ab. Man kann das natürlich in 5, 6, 7 Stufen und mit Bewertungspunkten und so weiter noch high sophisticated, also ein bisschen komplexer gestalten. Aber das lasse ich jetzt hier zum Sinne der Einfachheit einfach mal aus, ja, um zu verstehen, dass es je nach Aufgabenanforderungen unterschiedliche Arbeitsmethoden gibt, die wichtig sind für dich als Geschäftsführer, sag ich mal, auf einer obersten Flugebene zu verstehen und zu differenzieren. Du musst es nicht können, du musst selber kein Scrum Master sein. Aber um Systeme zu bedienen in deiner Firma, ist es wichtig zu verstehen, sind die Arbeitsvorgänge, die Arbeitsweisen den Themenblöcken entsprechend inhaltlich korrekt, damit du Ergebnisse bekommst. Ja, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ja, und dafür nutzt man zum Beispiel Scrum. Wenn du Aufgaben hast, die komplexerer Natur sind, die ein undefiniertes Ende haben,
die keinen Zieltermin haben, was nicht so klar messbar ist, wo du einfach immer über den erarbeiteten Fortschritt die nächsten Schritte definierst, dann nutzt du Scrum. Alle anderen klassischen Projektaufgaben, sowas wie zum Beispiel, wir haben bei uns hier eine Klimaanlage eingebaut, ja, da gibt es einen Zieltermin, da gibt es Kosten, da gibt es ein Budget, da gibt es einen Verantwortlichen, das ist klassisches Projektmanagement. Und da funktioniert es nämlich andersrum. Ja? Das heißt, du planst vom Ende her, was ist das Ergebnis, was will ich haben, wie soll das sein, eine funktionierende Klimaanlage, was brauche ich dazu, und dann planst du rückwärts. Das ist super easy letztendlich, aber die Methodik ist eine komplett andere. Ja? Und das ist abhängig vom Projektauftrag. Und wenn du sagst, hey, krass, ich will mehr davon wissen, das hat mir jetzt sehr geholfen, wie etabliere ich das in meiner Firma? Dann komm gerne auf unser Prozesse-Bootcamp vorbei. Das ist genau ein dreitägiges Eventkonstrukt, das ich kreiert habe, um Unternehmern wie dir und Geschäftsführer Transparenz in Tools, Methoden und Techniken zu geben, um dein Unternehmen strategisch zu leiten und mehr in Systemen und Strukturen zu bringen, dass du Überblicke bekommst, dass du Transparenzen bekommst, dass du sortiert bekommst in klare Arbeitsanweisungen und Strukturen und es dadurch einfacher für dich als Unternehmer handelbar wird. Klicke auf den Link unter diesem Beitrag und registriere dich auf der Warteliste für eins unserer nächsten Events.